Oh, hallo Leute. Heute stelle ich euch mal was von Bluebricks vor. Das Captain Wharf. Ich habe noch die Wharf-Fassung hier aus China. Wie ihr so seht. Hier die aus China diese Fassung. Und ist auch nichts anderes, hat 160 Seiten. Und es sind ganz interessante Sachen bei. Bauabschnittsmäßig sind es in Tüten verteilt. Vier Bauabschnitte. Und da braucht man nicht groß was sagen, was jetzt hier gebaut werden soll. Man sieht es ja hier an der Seite. Na, das ist dann farblich dargestellt, der Rest ist ausgegraut. Wir haben das große schöne Stück, haben wir hier. So, da ist es. Da ist es. Wir haben hier eine Länge von 40 cm. Und ein anderer ist 25,5 in der Breite. In der Höhe haben wir der höchste Punkt 32 cm. Also das ist ein mächtiges Teil. Wir haben drei 16x32er Grundplatten drauf. Was ich natürlich schade finde, weil normalerweise hätten zwei große hätten besser gepasst. Weil hier unten drunter. Ich sehe es mal, wenn ihr es seht. Hier an der Ecke. Ja, ne? Da habt ihr die hier, die 16er. 16x32er Platte, die ist eine dünne. Und dann haben die hier eine 2x16er. Ja, da zwei Stück von hier an der Seite hingemacht. Man kann es auch nicht um einen Stein versetzen, aber es fehlt immer dann eine Reihe. Das ist ja. Ein bisschen blöd. So, das Ding ist auch modular aufgebaut, aber nicht viel. Wir nehmen mal das so weit runter, dass wir das mal so ein bisschen zeigen können, ohne dass mir hier groß irgendwas auseinander bricht. So, das war's. Das war's. Das Dach ist hier vorne ist fest drauf, innen drinne ist Luft. Nichts. Ne? Also hohl und gut ist. Ist nur Aussehen. So, hier innen drinne haben wir einmal einen Tisch, ein paar Stühlchen und ein bisschen Zubehör. Ja, bitte. Da ist nicht viel. Ja, ist zwar alles drinne gefliest. Das ist einfach bloß das optische Aussehen. Einfach bloß ein Landungssteg, der dahin gebaut wurde. Na, hier nochmal von der Seite. Ne, die Steine sind alles wunderbar, ist also okay. Kann man nicht meckern. Ein Bötchen haben wir auch mit bei. Da sind drei Stück mit bei. Also eins ist hier hinten. Das hängt hier hinten an der Wand. Da. Und dann habe ich noch zwei einzelne Bötchen, die noch in dem mit bei sind. Und eben, was haben wir? Zwei, vier, fünf. Fünf Figuren sehe ich hier. Da sind fünf Figuren mit bei. Hier das Dach hier, das kann ich euch auch zeigen. Da ist innen drin ist alles hohl. Da ist nichts. Das wird einfach bloß draufgesetzt. Das ist einfach bloß umbaute Luft. Ja, mehr ist es nicht. Das ist einfach bloß umbaute Luft. Das kommt hier oben drauf. Genauso wie jetzt das Dach hier. Da ist auch innen drin nichts. Das ist innen drin auch nichts, außer ein Spinnenwebe und eine kleine Spinne. Sonst ist hier einfach bloß Dach. So wie es sein soll. Das ist alles merkwürdig.
Ne? Das wird einfach ein bisschen draufgesetzt und gut ist. Also einfach muss das aussehen. Ein Aussehen für, naja, gut. Ja, Fischerdorf. Ja, das ist einfach bloß von außen. Das ist ein Blickfang ist das. Ne? Wird einfach bloß hingestellt und kann sich dann da daran erfreuen, an den Teilen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich in Ordnung. Klemmkraft ist auch gut. Kann man nicht meckern. Da sind auch viele Fliesen. Ich kann ja mal so eine abnehmen hier. Zeige ich euch das mal. Wir haben jetzt der Struktur von den Holzbrettern im Haufen bei. Also wer was anderes draus bauen möchte, kann das gerne machen. Es fehlt nichts ab, bleibt alles drin, so wie es sein soll. Na gut, die Seemöwen haben wir da. Ein Surfbrett ist hier noch. Muss man hier mal auf dem Dach haben. Ne? Dann nehmt ihr auch ein paar Seemöwen. Fische, Krebse, was haben wir hier noch? Hier Schildkröten. Alles hier unten drunter noch. Ja. Spaß gemacht beim Bauen. Ja, hat es. Probleme? Nö. Geht ganz einfach. Hier fehlt halt auch nichts. Also da es jetzt dies hier auch bei Bluebricks gibt, kein Problem. Könnt ihr kaufen. Der Preis ist angemessen. Der ist nicht zu teuer für die Teilezahl. Also alles hübsch. Schön gemacht. Könnt da einfach getrost so beim Bluebricks bestellen. Das ist alles kein Ding. Also meine Empfehlung habt ihr. Platten habe ich ja schon gesagt hier unten, ne? Die 3x3 Stück von 16x32. Gewünscht hätte ich mir davon 32x32 zwei Stück. Wäre besser gewesen. Hätte man das besser aufteilen können, aber gut, es geht so, geht es auch. Ist auch kein Beinbruch. Halten tut es alles. Die Farbe ist gut, diese grüne. Ne? Passt das also auch zum alten Angelladen, wenn man den noch hat. Kann man dann kombinieren. Und kann sich da was hinbauen. Ein kleines Fischerdorf oder eben eine kleine Hafenanlage. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ja, auch hier die Steinchen hier, ja, die Trans Clear Blue hier, ja, die das so andeutet, dass das so ein bisschen Wasser ist. Ja, das ist auch schön. Also ist eine gute Sache. Kann man nicht meckern. Haben sie gut gemacht. Und da sie jetzt ja auch die Erlaubnis und Lizenz sich geholt haben, dann braucht keiner mehr Bauchschmerzen haben, wenn da irgendwas sein sollte. Mit kriegt ja jeder sein Geld dafür. So, dann sage ich mal, war es das jetzt hier im kurzen und kleinen vorgestellten. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Was soll ich denn euch jetzt groß zeigen? Da hast du hier einen Steg, da hast du hier oben das eine, was mit Modular ist, und das oben die Dächer, die sind. Da ist nichts, ne? Ist Luft. Ist nichts drin, aber wenn einer einfach was reinbauen möchte oder was, kann das gerne machen. Ja, also ich stelle es ja auch bloß auf die Anlage und werde es auch nicht mehr auseinanderreißen. Mal gut, man kann noch Licht reinlegen, ne? Das ist ja kein Thema. Dann holt man sich hier noch was Elektrisches und baut sich da irgendwas Elektrisches noch mal rein. Also Licht, so wie er es gerne haben möchte. Sie gehen selber belassen, wie er es macht. Von hinten ist halt der Kutter, der Krabbenkutter, der passt auch dazu. Den könnt ihr auch getrost nehmen. Den könnt ihr euch auch reinpflanzen. Also ist schon eine gute Sache. Also ist ja nicht alles schlecht, was aus China kommt. Und der Mocker wird ja auch bezahlt, ja. Da kriegt ihr auch seine Kohle dafür. Die haben sich da geeinigt. Steht auch bei Bluebix dran, dass sie sich da geeinigt haben. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und vielleicht hilft es euch weiter, wenn ich das empfehle. Und eine
gute Zeit zum Bauen wünsche ich euch. Dann sage ich mal, ciao.